Willkommen zurück, wir sind wieder da und wie ich in der letzten Folge ja schon implizierte, kam mir dieser Bereich hier ein bisschen bekannt vor. Denn ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das war diese verdammte gemeine Stelle, an der... Wir müssen noch ein bisschen hochschwimmen. Ja genau, da ist die Luke, die ist zu. Aber da ist ein Hebel. Ein Hebel. Und damals habe ich diesen Hebel nie gefunden. Und er öffnet jetzt irgendein... Das ist ja wieder das typische Phänomen, dass irgendeine Tür geöffnet wird, 10.000 Meter entfernt von uns. Ich glaube, es ist diese da. Ja, welche sonst? Da ist doch jetzt wieder so ein Hebel. Diese Hebel da, die hasse ich. Sie sind vom Hintergrund nicht zu unterscheiden für mich. Ja gut, ich muss jetzt extrem schnell sein. Ich habe den Drachen gerade gesehen. Ich habe ihn aus dem Augenwinkel gesehen, aber... Ich brauche Luft. Das, denke ich, kann niemand bezweifeln. Boah. Und nochmal runter einen Drachen holen. Ich weiß gar nicht, wie viele Drachen ich hier schon habe. Ich habe schon den Silberdrachen. Das hier ist jetzt, glaube ich, der Golddrache. Das heißt, ich glaube nicht mehr so wirklich an den Bronzedrachen, aber man kann ja noch hoffen. Wie komme ich hoch? Da. Ah, jetzt sind schon zwei von den Fischen da. Und nochmal zwei hier. Was sich da alles zusammengesammelt hat. Ja, wir haben das überlebt. Wie sieht's mit dem Leben aus? Na, geht noch. Und speichern. Ich denke mal, rein der Logik folgend, werden wir hier keine bewaffneten Menschen finden. Das wäre ziemlich makaber. Okay. Das ist toll. Nicht. Ein Berg und... Oh Gott. Es geht nur noch bergab. Die Musik gerade. Impliziert sehr böse Dinge, sehr mysteriös. Kann ich mit dieser Kiste da hoch? Ist das genug? Ich glaube, es müsste reichen. Jo, passt schon. Irgendwo hier was? Denn ich betreibe nun eine Hetzjagd auf den letzten Drachen. Ich will hier nicht, zwei gefunden haben und den letzten dann nicht. Ich muss dazu auch sagen, die Drachen sind verdammt leicht zu finden eigentlich. Tausendmal leichter als die Secrets in eigentlich allen anderen Tomb Raider Teilen. Ich meine, dass mir in zwei Leveln alle vor die Füße gelaufen sind, ist mir noch nie passiert. Was war das jetzt? Kann es sein, dass... Ah ja, okay, ich glaube, ich verstehe es. Jetzt ist wahrscheinlich, wir können wieder da hoch und vor allem haben wir diese Luke jetzt geöffnet. Dadurch sollte der ganze Schutt von oben, wir können doch nicht wieder hoch, fällt mir auf. Auf jeden Fall sollte der ganze Schutt von oben jetzt nach unten gefallen sein. Das heißt, dadurch können wir wieder hoch. Ja. Na Gott. Bisschen dahin drehen. So, jetzt... Ja. Sie hat es geschafft, Jungs. Sie hat es geschafft und Mädels. Wieso ist das Zeug dann noch hier oben? Müsste es nicht unten sein, alles soweit? Naja. Da können wir nicht mehr hoch. Da können wir jetzt drauf. Nur gucken, dass wir nicht abrutschen. Was sich hierauf nicht vermeiden ließe. Vielleicht... Na! Na! Ja, ich wollte jetzt auf der Seite praktisch rundherum gehen. Um den großen Haufen. Keine Ahnung, wie der da hinkommt.
aber rundherum gehen bis zu dieser Stelle da hinten. Genau so. Das geht so nicht. Natürlich. Nee, ich muss. Ja, und wir sind oben. Was jetzt hier ist, keine Ahnung. Noch ein Hebel, was der jetzt wohl macht. Okay, wo das ist, weiß ich natürlich nicht. Ist es vielleicht direkt im Raum hier? Nee. Also generell gibt es ja zwei Möglichkeiten, nach oben oder nach unten. Nach oben komme ich gerade nicht, deshalb... Das war jetzt nicht so geplant, aber wir sind unten. Und hier müsste jetzt ja die Tür sein. Türe, wo bist du? Versteck dich nicht. Versteck dich nicht. Warum versteckst du dich vor mir? Ich weiß, ich singe und bin auch sonst sehr psychopathisch veranlagt. Aber das ist doch noch lange kein Grund, sich zu verstecken. Nein, 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 nein. Das ist doch noch lange kein Grund. Okay, ja, hier unten scheint sie nicht zu sein. Ach, das sind zwei Räume. Ach so, okay. Wahrscheinlich dann in diesem Raum. Auf jeden Fall geht's da hoch. Ja, hier ist dann wahrscheinlich der ganze Schutt zusammengelaufen und hier können wir dann wahrscheinlich auch hoch, wenn wir hoch können, was wir offenbar nicht können. Moment mal. So, jetzt ganz lieb. Danke, Lara. Und wir sehen uns gleich wieder.